Ich glaube, Sie haben sehr gut gezeigt, warum der gestrige Tag gegen Rassismus sehr aktuell ist und wichtiger denn je. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir reden jetzt seit knapp einer Stunde über das Thema Schwangerschaft und Geburt. Und ich bin die erste Frau, die dazu redet. Aber ehrlich gesagt wundert mich das nicht. Die Debatten der letzten Wochen, auch zu 219a, zum Frauentag vor zwei Wochen und auch heute, die belehren mich halt auch wieder immer eines anderen. Und bei allem Respekt, werte Herren, wir Frauen, wir wollen uns im Jahr 2018 nicht mehr erklären lassen, was gut für uns ist. Das wissen wir selber. Und mir ist das Thema Hebammenversorgung nicht nur politisch ein Herzensanliegen, schon sehr lange, sondern es ist mir auch ein Bauchanliegen. Ich bin jetzt im sechsten Monat schwanger und ich habe die letzten Monate die Berliner Hebammenversorgung am eigenen Leibe testen können. Und ja, es ist heute schwieriger, eine Hebamme zu finden. Und ich finde das krass und ich bin aber auch gleichzeitig froh, dass es die Facebook-Gruppe Hebammenvermittlung gibt. Und ich hoffe auch, dass dann bei der Geburt im Krankenhaus meiner Wahl alles klappt, denn bei aller Freundschaft, ich möchte eigentlich nur ungern hier im Abgeordnetenhaus dann irgendwie improvisieren müssen. Denn man weiß ja nie, eine Schwangerschaft und eine Geburt, das ist ja nie hundertprozentig planbar. Das macht sie ja so aufregend und auch irgendwie so gruselig. Aber genau deshalb, weil wir wissen, wie unsicher das alles ist, sorgen wir als Rot-Rot-Grün für eine sichere und eine gute Geburt. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Woldalt von der AfD? Nein, danke. Nein. Und jede Frau, die schon mal ein Kind auf die Welt gebracht hat, die weiß ganz genau, wovon ich rede. Es gibt kein vergleichbares Erlebnis im Leben. Schwanger sein, das ist wie Achterbahnfahren ohne Notbremse. Eine Geburt, das ist wie ein Wunder, aber auch ein Höllenritt. Eine gute Hebamme, die macht das erträglicher. Und der passende Geburtsort, der macht einen auch entspannter. Eine sichere Geburt braucht eine Hebamme, die sich voll auf ihre Arbeit, auf die Frau und auf das Baby konzentrieren kann. Und da sind doch wir als Politik gefragt. Wir müssen und wir werden dafür sorgen, dass es A genug Hebammen gibt, dass die Hebammen gute Arbeitsbedingungen haben und dass Eltern und Hebammen gerade bei der Vor- und Nachsorge besser zusammenfinden. Und dafür stehe ich, natürlich auch ein bisschen aus Eigeninteresse, aber dafür setzt sich die Grüne Fraktion und vor allen Dingen diese Koalition ein. Und ja, wir wissen, hier gibt es noch viel zu tun. Die Geburtenraten in Berlin steigen, die Zahl der Hebammen aber nicht. Und dadurch verschärft sich die Situation und hier müssen und wir werden handeln. Aber ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wo die CDU die letzten Jahre war. Also ich habe 5 Jahre auf den Aktionsplan von Mario Chaya gewartet. Ja? Und wir als R2-Grün machen hier andere Politik. Und deswegen hat der Senat diese Woche ein Aktionsprogramm beschlossen. Wir schaffen damit die Sicherheit, in der Eltern mit Freude und nicht mit Sorge dem Geburtstermin entgegenfiebern. Denn wir verstehen die Sorgen werdender Eltern. Wir verstehen die Schwierigkeiten von Hebammen. Und wir helfen ihnen. Wir sorgen für eine gute Versorgung vor und nach der Geburt. Und wir sorgen dafür, dass Frauen sich wohlfühlen und in Ruhe entbinden können. Das schaffen wir durch bessere Arbeitsbedingungen für Hebammen, das heißt Entlastung auf der einen Seite und Befähigung auf der anderen. Und für gute Arbeit braucht eine Hebamme eben gute Arbeitsbedingungen. Hier müssen aber auch die Kliniken ran. Wir können doch nicht ernsthaft über einen Mangel an Hebammen auf der einen Seite diskutieren und gleichzeitig akzeptieren wir, ja, dass die Kliniken sie zu Putz- und Organisationsarbeiten verdonnern, meine Damen und Herren. Und das haben wir hier angegangen. Und Rot-Rot-Grün hat auch den steigenden Bedarf an Ausbildungsplätzen für Hebammen erkannt. Deswegen haben wir 130 neue geschaffen. Das ist ein Drittel mehr Ausbildungsplätze als in den Jahren zuvor. Hier ist wirklich was passiert.
Und ja, wir erkennen auch endlich ausländische Berufsabschlüsse schneller an. Denn für uns ist doch klar, egal ob aus Aleppo oder Augsburg, Berlin braucht mehr Hebammen. Aber zur Wahrheit gehört auch dazu, dass der fatale Hebammenengpass auf die falsche Politik der FDP und CDU-Bundesminister im Bund zurückgeht. Oh ja, beschäftigen Sie sich mal mit der Finanzierung des Gesundheitssystems. Wir löffeln doch hier in Berlin bei den Hebammen und genau wie im Übrigen auch bei den ganzen anderen Problemen im Gesundheitssektor die Suppe aus, die uns Kröhe, Bar und jetzt auch Spahn über Jahre eingepockt haben und werden. Es ist ein Unding, dass die Bundeshaftpflichtversicherung, die Berufshaftpflichtversicherung vom Hebammen sich seit 2004 mehr als vervierfacht hat. 5.000, 6.000, 7.000 Euro als jährliche Eigenbeteiligung zur Versicherung. Da ist es doch nachvollziehbar, dass immer mehr Hebammen das Handtuch schmeißen. Wer diese schwer schuftenden Frauen in die Knie zwingt, der kann hier nicht gleichzeitig so tun, als sei man selbst nicht Teil des Problems. So, wir haben da bereits vor Monaten Konzepte entwickelt. Wir unterstützen zum Beispiel die Idee einer Berufshaftpflichtversicherung für alle Heilberufe, die sich am Einkommen orientiert. Und wir werden das auch, ich meine, das ist an der Weg des Landes, ja, mit einer Bundesratsinitiative auf den Weg bringen. Umsetzen müsste das dann Jens Spahn. Aber da bin ich etwas resigniert. Wer in seiner ersten Arbeitswoche als Gesundheitsminister Rentnern empfiehlt, vielleicht nicht zum Arzt zu gehen, wenn es ein bisschen weh tut. Und wer Frauen Informationen über Schwangerschaftsabbrüche verweigert, der wird auch nichts für die Hebammen tun. Bei diesem Gesundheitsminister, da kann man Deutschland fast nur raten, werden Sie in den nächsten 4 Jahren lieber nicht schwanger oder krank. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des fraktionslosen Kollegen Wild? Nein. Und ich möchte noch was zur selbstbestimmten Geburt sagen. Denn dazu gehört auch die freie Wahl des Geburtsortes dazu. Ich persönlich, ich habe immer im Kreißsaal im Krankenhaus entbunden. Ich hatte tolle Hebammen, die durch meine 2 Geburten, die ich schon hatte, geführt haben. Und ich hoffe, das wird auch bei der jetzigen, bei der dritten so. Für mich war das der perfekte Weg. Ich hatte diese Mischung aus Absicherung, Nähe der ärztlichen Versorgung, aber die Geborgenheit durch sehr souveräne, sehr eigenbestimmte Hebammen. Es war persönlich und es war ausreichend anonym. Aber ich weiß, jede Frau ist anders. Es gibt eben die, denen nur das Wissen, ja, um eine Hightech-Station nebenan die Sicherheit gibt, bei der Geburt sich entspannen zu können und eine sichere Geburt zu haben. Und es gibt auch die, die am liebsten zu Hause entbinden. Ich habe eine Freundin, da hat die Schwiegermutter nebenan gesessen, auf die Kinder aufgepasst und sie hat das Kind auf die Welt gebracht. Da ist jeder anders. Für mich ist entscheidend als Politik, dass jede Frau in Berlin die freie Wahl des Geburtsortes hat. Denn nur wer sich wohlfühlt, hat die Chance auf eine gute und sichere Geburt. Und aus diesem Grund haben wir 20 Millionen Euro für den Ausbau von Kreißsälen bereitgestellt. Denn für uns ist klar, keine Frau darf abgewiesen werden. Und das war und ist ein wichtiger Schritt. Aber jetzt müssen wir auch die Geburtshäuser absichern und sie in Fragen von Personal und vor allem auch mit Blick auf die Haftpflicht und Investitionen unterstützen. Und das gilt auch noch mal ganz besonders für die Berliner Hebeleg-Hebammen. Denn bis heute bekommen sie die Haftpflicht nicht vom Krankenhaus erstattet. Und das ist für mich ein Unding. Und da sage ich auch ganz klar zu den Krankenhäusern, die Krankenhäuser müssen die Haftpflicht für die Beleghebammen zahlen, meine Damen und Herren. Wir sind jetzt mit dem Aktionsprogramm als Koalition für eine sichere und gute Geburt einen wichtigen Schritt gegangen. Und der runde Tisch, Geburtshilfe, ist eine gute Grundlage. Denn wir haben auch noch einiges zu tun. Wir haben die Frage der Geburtshäuser. Wir haben die Frage der Vor- und Nachsorge. Wir haben auch die Frage der Flankierung mit digitalen Mitteln, außerklinische Geburten und auch so Sachen wie kostenloses Parken für Hebammen im Dienst und vieles, vieles mehr. All das steht noch auf der Agenda. Und deshalb gehe ich auch davon aus, dass der runde Tisch weiter tagen wird. Und zwar so lange, bis wir eine gute und sichere Hebammenversorgung in Berlin sichergestellt haben. Denn mit weniger geben wir uns als Erz2G nicht zufrieden. Sie sehen, ich spreche nicht nur als Mutter und Schwangerer. Wir haben dieses Thema als Koalition auf dem Schirm. Wir kümmern uns. Und das hätte ich mir, dieses Signal hätte ich mir auch von den Herren in der heutigen Debatte, hätte ich mir auch gewünscht. Ich hätte mir mehr erhofft.
und vor allem auch das klare Signal an Zehntausende werdende Mütter und Väter und an die Hebammen und an die Entbindungshelfer in dieser Stadt. Wir stehen an Ihrer Seite. Ihre Sorgen, Ihre Ängste und Probleme, die sind uns nicht egal. Wir kämpfen dafür, dass keine Frau in Berlin Angst haben muss, vor dem Kreißsaal abgewiesen zu werden. Wir kämpfen dafür, dass keine Hebamme wegen Arbeitsüberlastung oder finanziellen Risiken ihre Arbeit aufgeben muss. Wir kämpfen für sichere Geburten und eine gute Versorgung. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch mal ganz herzlichen Dank an die Hebammen für ihre wichtige und ihre aufopfernde Tätigkeit sagen. Vielen Dank.